Nach dem Sprint ist vor der Verfolgung für den glücklichen deutschen Dreierpack. Die routinierteste ist die Gejagte. Andrea Henkel, 33 Jahre alt, kennt das Gefühl, allein vorn wegzulaufen. Der Sprintsieg war ihr 19. Weltcup-Erfolg. Die Kampfansage für das Jagdrennen ist dennoch defensiv. Ich will unbedingt auf dem Podium bleiben. Knapp 11 Sekunden hinter Henkel wird Miriam Gössner starten. Sie ist mit 20 Jahren die Jüngste der drei und war im Sprint die Laufstärkste. 4 Schießeinlagen nötigen ihr aber Respekt ab. Klar, wäre schön und das ist natürlich auch mein Ziel, dass ich vorne irgendwo mit dabei bleibe. Aber wie gesagt, ich werde vom ersten Meter an kämpfen und dann schauen wir mal, für was es reicht. Der Rückstand von Magdalena Neuner, rund 16 Sekunden. Ein Hauch bei einer Gesamtstrecke von 10 Kilometern. Die zweimalige Olympiasiegerin nähert sich ihrer Bestform und ist vielleicht auch deswegen verbal die Angriffslustigste. Also ich möchte gerne auf dem Podium bleiben auf jeden Fall und wird es ja gar nichts ausmachen, wenn ihr ein bisschen weiter vorkommt. Die Mannschaftstaktik für den Beginn des Rennens ist abgesprochen. Wir drei Mädels, wir sind relativ nah zusammen da vorne und wir versuchen sicherlich erst einmal gemeinsam zu laufen und erst einmal zu schauen, so in der ersten Runde, wie ist vielleicht die jeweils andere drauf. Beim Schießen wird sich es dann wahrscheinlich oder vielleicht sogar ja, irgendwie auseinanderreißen, aber jede für sich will ein gutes Rennen machen. Erst mit, dann gegeneinander, aber wer weiß, vielleicht gibt es sogar eine lachende Vierte.